Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und dies ist die freie Stadt Danzig. Dank der Lübecker Bürgerwehr und der Lübecker, ja auch des Lübecker Bürgermeisters Valentin Jarchow, ist sie nun endlich aus der Herrschaft des Ritterordens befreit worden. Und sie sind verständig und dankbar genug, dass sie unsere Einladung in die Handelsliga annehmen. Gott sei Dank. So. Das schauen wir uns gleich mal an, aber ansonsten schicken wir natürlich unsere armen Soldaten nach Hause. Und nun könnte man natürlich zu Recht sagen, dass jetzt gar nicht so viel erreicht wurde. Wir haben Riga verloren, wahrscheinlich auf lange Zeit, und Danzig gewonnen. Aber wir schauen uns das mal an. Riga hat einen Handelseinfluss von 23 und Danzig hat einen Handelseinfluss von 52. Also das ist schon ein riesen Unterschied. Was ist hier eigentlich passiert? Aha, Böhmen sieht deutscher Orden. Die sind jetzt nicht mehr satisfaktionsfähig. Sehen sie nicht mehr als Rivalen. Böhmen hat Österreich als Rivalen bestimmt. Okay, interessant. Und Riga hat den deutschen Orden als Rivalen bestimmt. Das ist auch witzig. Damit wird das Bündnis auch nicht mehr wiederkommen. Polen schickt eine Warnung an den deutschen Orden. Ja, der wird nicht mehr allzu lange überstehen. Okay, wir müssen auch jetzt mal was tun. Wir müssen noch unsere Flotte wieder aufteilen. Wir müssen unsere Handelsflotte da rausnehmen. Achso, die kriegt natürlich den Admiral und wieder die Aufgabe, Handel zu schützen. Und zwar, denke ich, mal wieder in der Ostsee. Oh, Novgorod. Ist das fast genau? Wir machen es trotzdem in der Ostsee. Ich glaube, da verändert sich nachher nochmal der Wert. Und der Rest der Flotte, den wollen wir einmotten im Lübecker Hafen. So, dann können wir, denke ich, auch schon mal ein bisschen den Unterhalt runterschrauben. Und wir können auch wieder unsere Festung einmotten. Okay. Und jetzt schauen wir uns dann gleich mal an, wie eigentlich jetzt hier unser Gesamteinfluss in der Ostsee aussieht. Der deutsche Orden sieht Brandenburg nicht mehr als Rivalen, sondern Danzig als Rivalen. Naja, da werden sie keine Chance haben, glaube ich. So, okay. Derzeit 26%. Ich weiß nicht, ob da schon die Schiffe dabei sind. Ob das die letzte Berechnung ist. 25. Ja, wir sehen es. Was für ein Handelseinfluss jetzt von Danzig dazukommt. Wahnsinn. 35,8. Okay. So. Verbesserung der Handelstechnologie. Sehr schön. Unsere Kaufleute haben sich durch den Kontakt zu ausländischen Händlern einige neue Konzepte angeeignet. Sie glauben, dass Lübeck durch einige Investitionen und diesbezügliche Versuche langfristig sehr von diesen Konzepten profitieren würde. Ja. Oh ja, wir brauchen Machtpunkte. Das ist wichtig. Geld spielt keine Rolle. Sehr schön. Sehr schön. Unser Problem derzeit ist natürlich die Stabilität. Deswegen ist auch der Handelseinfluss nicht der höchste, glaube ich. Da müssen wir eigentlich was tun. Wir haben auch ein bisschen administrative Macht. Aber wir gucken erstmal. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal in die nächste diplomatische Technologie rein. Da kriegen wir auch Handelseinfluss, wenn wir das machen. Ja, weil wir für den Vorsprung haben. Plus 20% sogar. Okay, Schiffswerft. Die Landbevölkerung großer Frachten ist einfach zu teuer. Der Seetransport ist viel effizienter. Durch den Bau von Schiffswerften werden wir hierfür ausreichend Schiffe bauen können. So ist es, sehr schön. Und jetzt würde ich eigentlich nochmal gerne die Regierung stärken, weil republikanische Macht ja einen direkten Einfluss hat, und zwar einen relevanten Einfluss auf die Stabilitätskosten. Deswegen geben wir jetzt mal hier ordentlich was aus. Wir sind jetzt auf 80. Ich glaube, wir gehen sogar nochmal 100 aus. Das lohnt sich. Gut. Und jetzt wollen wir mal gucken, was das kostet. 134. Ja, anstatt plus 50% noch plus 34%. Das ist okay, denke ich. So. Und jetzt schauen wir mal hier. Jetzt sind wir bei 40% Handelseffizienz, aber sind noch nicht über die 7
gekommen. Also klappt. Oh, doch, 8 sogar jetzt. Uiuiui, das ist ja jetzt eine dramatische Veränderung. Also, sehr schön. Damit haben wir unsere Einnahmensituation nochmal wieder deutlich verbessert. Deutlich. Prima. Sehr erfreulich. Okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Wir haben Diplomaten. Ich denke, wir versuchen. Wir gucken mal hier auch kurz auf die Handelsliga-Karte. Ja, das ist hier knapp mit Gelre und Mainz. Aber ich denke, wir werden mal hier ein paar positive Signale senden in Richtung Riga. Vielleicht ist ja perspektivisch doch was drin. Insofern werden wir uns jetzt auch nicht bemühen, irgendwas anderes noch krampfhaft mit aufzunehmen. Wir sind sowieso schon sehr groß als Liga. Das würde ja die weiteren Bemühungen noch schwieriger machen, was Riga betrifft. Gut. Ja, jetzt ist natürlich spannend, was passiert jetzt hier mit Schweden? In Dänemark ist erstmal die Renaissance da. Es gibt einen neuen Dogen. Ach so, ganz vergessen. Hier, das ist eigentlich unsere Kriegsflotte. Wir nennen sie auch mal um. Und die wollten wir ebenfalls stilllegen. Dann sollten wir aber jetzt ein deftiges Plus haben. Ja, kommt. Ist die Stilllegung da schon drin? 4,66. Das ist sehr schön. Das ist sehr anständig. Jetzt können wir erstmal wieder ordentlich Geld verdienen. Und wahrscheinlich bauen wir als nächstes Mal eine Werft. So, Polen hat jetzt Nowgorod als Rivalen bestimmt. Okay, Lauenburg haben wir keinen Anspruch mehr. Das ist nicht so schlimm, aber Lüneburg ist natürlich interessant. Und jetzt stellt sich die Frage, wann ist hier nochmal der Friedensvertrag raus? August 1473, also in diesem Jahr. Das könnte schon die nächste Aktion werden. Das könnte schon die nächste Aktion werden, aber ich gucke mal hier, was wir tun können. Die Schiffswerft. Ist das das Gebäude, was wir jetzt hier als nächstes hinbauen wollen? Dann ist erstmal Schluss bis Entwicklungsstufe 30. Oh, das können wir uns auch hier angucken. Ich denke, ja, das alles andere ist dann viel später relevant. Die Werkstatt definitiv nicht. Das Gericht brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und das Rathaus. Die Uni ist sowieso noch nicht möglich. Ich denke, die Werft ist jetzt hier eine gute Wahl. Einheitenlimit, Schiffsbauzeit, Reparatur und so weiter, das ist eine feine Sache. Wir werden die Werft hier bauen. Okay, sehr schön. Gut, dann brauchen wir gar nicht so lange warten, bis Lüneburg dran ist. Wobei wir bedenken müssen, dass natürlich sie verbündet sind mit Pommern und Sachsen. Es wird also auch kein Spaziergang. Das muss man sich auch nochmal gut überlegen. Und wir haben überhaupt keine Rekrutenreserve. Und vermutlich sieht es bei den Brandenburgern, na gut, da wird es ein bisschen besser aussehen. Die Pommern haben 9.000, haben wir eben gesehen. Die Sachsen werden auch so 10, 11, 12.000 haben. So. Österreich beeinflusst alles Mögliche. Händleransturm ist leider ausgelaufen. Sind aber trotzdem noch bei plus 4,5. Der Waffenstillstand mit Sachsen ist auch beendet. Und gleich haben wir den August erreicht. Genau, und hier haben wir es. Lüneburg, Sachsen. So. Jetzt gucken wir uns die Sache mal an. Wir könnten jetzt, sie sind verbündet mit Pommern und Sachsen, genau. Diese Aktion mit Pommern und Stralsund gleich zu verbinden, ist schwierig, weil Pommern immer noch im Bündnis ist mit Litauen. Und Litauen würde auch knallhart mitmachen. Und das geht natürlich auf keinen Fall. Also geht nur dieser separate Weg. Wie sieht es hier aus bei Dänemark? Brandenburg ist auf jeden Fall nicht mit dabei. Ja, das bringt auch nichts. Nee. Dänemark, da warten wir eh, bis die Schweden
freikommen. Also insofern ist, glaube ich, jetzt hier das die Möglichkeit. Und wir müssten eigentlich. Oh, was ist denn hier los? Habe ich hier was? Ach Gott, ich bin bei Lauenburg. Hier. Krieg erklären. Ich wunderte mich schon. Also, Brandenburg. Warum werden sie nicht akzeptieren? Kriegsmüdigkeit ist das Problem. Und Haltung gegenüber Feinden. Wir müssten ihnen Land geben. Das geht aber auf keinen Fall. Brandenburg wäre nicht dabei mit in diesem Krieg. Haben sie sich irgendwie angenähert an Lüneburg? Das ist natürlich blöde jetzt. Also ohne Brandenburg können wir diesen Krieg nicht führen. Insofern müssen wir das doch noch verschieben. So funktioniert es nicht. Okay, dann lassen wir mal ein bisschen die Zeit laufen. Es gibt also jetzt drei Dinge, auf die wir warten. Einmal das Thema Pommern. Ob hier vielleicht Litauen irgendwann mal ausschert. Das Thema Lüneburg. Und das Thema Schweden-Dänemark. Das sind die Sachen, die jetzt für uns besonders wichtig sind. Kanonenfutter. Wie es scheint, leert sich unser Land ziemlich um eine sehr wichtige und eine sehr wichtige Ressource fehlt. Kanonenfutter. Ja, in der Tat. Keine Sorge, wenn uns diese Ressource fehlt, hat bestimmt einer unserer Untertanen genug Frischfleisch für die Schlachtfelder. Sollten wir ihre Knechtschaft forcieren, wären sie nicht besonders erfreut. Doch so ist nun mal der Lauf der Dinge. Hoho. Sachsen-Lauenburg, könnten wir Leute rekrutieren? Plus 15% Freiheitsbestreben, das gucken wir uns mal kurz an. Ja, ich denke, wir werden jetzt mal ein paar Werber für die Lübecker Bürgerwehr nach Lauenburg schicken. Das passt ganz gut. Und dann werden wir schon mal begleitend ein bisschen die Beziehung verbessern. Geschütze brauchen Männer, die sie abfeuern. So sehen wir das auch. Okay, wie sieht's jetzt aus? 44. Naja, das ist doch okay. Dadurch haben wir 1200 jetzt bekommen und insgesamt 11.500. Das ist auch in Ordnung. Gut, ein Rivale ist entfernt worden. Sachsen sieht Anhalt nicht länger als Rivalen. Okay. So, in Bremen ist die Renaissance angekommen. Österreich bezahlt die Schulden von Kara Kujunlu. Sachsen bricht das Bündnis mit Magdeburg. Was ist da los in Sachsen? Bündnis mit Lüneburg und Braunschweig. Was haben die vor? Das ist die große Frage. So, wir verdienen immer noch ganz anständiges Geld, plus 3,8, das kann sich sehen lassen. Und was ist hier los? Oh, Rebellen. Eine Befreiungsarmee, eine teutonische Befreiungsarmee. Aber die Polen scheinen sich zu erwehren zu können. Das war gar nicht so klar. Feinde der Aufklärung. Als typische Reaktion auf ganz verschiedene Arten von Problemen war Obskurantismus in den meisten Ländern gang und gäbe, zumindest bis das Zeitalter der Aufklärung in den meisten fortgeschrittenen westlichen Ländern Europas anbrach. Ja, Wissen ist Macht, Unruhe oder Ignoranz ist Segen. Wissen ist Macht. Natürlich für so eine Bürgerstadt ist das, glaube ich, das Richtige, zumal Unruhe nicht das große Problem ist, Gott sei Dank. Oskar Filter. Die Familie Filter ist wieder am Start. Aber wir werden sie nicht dabei haben können. Die Frage ist, wollen wir. Ja, wisst ihr was? Wir werden nochmal die Regierung stärken. Und wir werden mal gucken. Wir werden nochmal die Stabilität erhöhen. Dann haben wir wieder unsere plus 2. Sehr schön, das ist sehr erfreulich. Fünf Handel. Na gut. Wollen wir mal nicht klagen. So, die blühende Renaissance ist jetzt leider ausgelaufen. Schade. Aber ihr Erbe ist ja da. Okay, was haben wir hier? Kriegsgrund, Handelskonflikt gegen Böhmen. Das Ganze kommt und geht. Und jetzt schauen wir hier nochmal in Lüneburg vorbei.
was hier los ist mit den Brandenburgern. Das Problem hat ein bisschen abgenommen, weil die Kriegsmüdigkeit abgenommen hat. Aber ich habe eine Idee, wie wir das machen. Ist ein bisschen riskant, diese Idee, weil wir müssten jetzt unseren Gefallen einsetzen. Aber wir sind ja schon wieder bei 29. Ich denke, wir können mal das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen erhöhen. Und dann sollte es eigentlich besser aussehen. 10 und minus 11. Und wenn dann die Kriegsmüdigkeit auch noch weg ist, könnte es was werden. Leider bringen, glaube ich, hier Beziehungen nichts, aber wir werden es trotzdem mal wieder verbessern. Mit Johann Friedrich dem Ersten. Und England ist nicht länger Großmacht. Huch. Moskau ist, glaube ich, da reingerutscht. Na sowas. Okay. So, in Riga ist die Beziehungsverbesserung abgeschlossen. Kann man da jetzt was tun? 47 zu minus 71. Ja, diese neutrale Haltung, das ist natürlich das Problem. Mit einer freundlichen Haltung wären sie dabei gewesen. Das ist wirklich echt Pech gewesen. Wären diese blöden Schiffe dort nicht gewesen, bei dieser Seeschlacht hier, ihr erinnert euch, dann wären wir weiter hier mit freundschaftlicher Haltung dabei und dann wäre Riga drin gewesen. Das ist wirklich Pech. Wobei, wir haben ja auch, nee, stopp, wir haben ja auch auf dem Lande gegen sie gekämpft. Also, ja, gut, das war nicht zu verhindern. Also das, vielleicht kriegen wir sie langfristig noch, wenn sie vielleicht okkupiert werden, dann können wir sie wieder befreien. Und dann sind sie, glaube ich, wieder freundlich uns gegenüber. Mal gucken. Wir können sicher noch mit der Meinung ein bisschen was handhaben. Vertrauen. Nee, so auf dem normalen Wege, glaube ich, wird das erstmal nix. Gut, was haben wir hier? Friesland Utrecht, Friesland Münster und wir haben einen neuen Kaiser, einen neuen österreichischen Ladislav der Erste. Schauen wir uns ihn mal an. Nee, da schauen wir uns lieber dann mal Österreich an. Ein Habsburger natürlich. Er ist ein Veruntreuer. Korruption ist dort am Start. Sowas sehen wir als Kaufleute natürlich nicht so gerne. Okay. So, die Zeit tut uns ganz gut. Langsam füllt sich auch unsere Armee wieder auf Maximalstärke. In Sachsen-Lauenburg ist jetzt auch die Renaissance angekommen. Sehr schön. Und unser Einkommen, unsere Schatzkammer füllt sich. So soll es sein. Aber was machen die Schweden? Schauen wir uns das kurz nochmal an. Freiheitsstreben ist 100%. Schottland-Lübeck. So, Genua lehnt Frieden mit Kirchenstadt ab. England sieht Frankreich nicht länger als Rivalen. Okay, England hat Schottland als Rivalen. Jetzt geht's los. Frankreich sieht England nicht länger als Rivalen. Frankreich hat das Mamelukenreich als Rivalen bestimmt. Auch ungewöhnlich. Oh, und wir sind schon an der nächsten Wahl angekommen. Okay. Gut, dann denke ich, wir sind jetzt, glaube ich, bei der dritten Wahl. Da habe ich gesagt, dass dann nur noch ein Würfel relevant ist. Vorher die... Ach nee, wir sind bei der zweiten Wiederwahl. Genau, bei der zweiten Wahl. Also 1 und 2. Wenn 1 und 2 gewürfelt wird, dann bleibt er am Start, Valentin Jarchio. Ansonsten gibt es einen neuen. Und ich würfel eine 2. Tatsächlich, unfassbar. Die dritte Amtszeit beginnt. Das heißt, wir bekommen auch eine zweite Eigenschaft. Valentin Jarchio bleibt uns erhalten. Oha, er wird also vermutlich als einer der großen Bürgermeister in die Geschichte eingehen. Mal gucken, was noch passiert jetzt in den nächsten 4 Jahren. Okay, damit hat er, was für Werte? 3, 3, 6. Das ist schon sehr, sehr anständig, muss man sagen. Und wir bekommen 6 7, 9, warum? Ah, wisst ihr was? Was ist denn hier los? Wismar Militärzugang. Oh Mann, da habe ich ja einiges verschwendet. Und was ist da noch am Start? 5 von 4. Ja, Schweden natürlich, ne? Das ist eine andere spannende Frage. Die
die Frage zum Beispiel, wollen wir vielleicht jetzt für Schweden das Bündnis mit Polen auflösen? Das wäre eine Sache. Oder wir sagen, wir lassen es noch ein bisschen laufen. Ich weiß gar nicht. Diplomatische Beziehungen bekommen wir hier, glaube ich, nicht mehr. Hier leider auch nicht. Tja, das ist so eine Sache. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Polen ist schon ein ganz interessanter Partner, mit dem man ein bisschen was anstellen kann. Und wir haben immerhin auch schon 5 Gefallen gesammelt. Und wir sichern uns auch ein Stück weit ab hier, was die weitere Expansion hier in Danzig betrifft. Na, mal sehen. Bei den Schweden bleiben wir jetzt erstmal. Ich glaube, das ist langfristig ein ebenso guter Partner. Zumal er dann vor allem auch mit seiner Flottenstärke uns gut helfen kann. Also das ist eben der Nachteil von diesen Inlandsalliierten, Polen und Brandenburg. Die haben keine Flotte. So, das war es erstmal noch nicht mit der Staffel. Es geht natürlich weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.